Hello my friends, neues Video. Heute bauen wir mal den T5 Bus vom Kumpel zusammen. Der ist neu lackiert worden in diesem Grau halt, ne? Sieht ganz nice aus. Muss halt sowas wie Türgriff und so muss halt alles noch rein. So ein paar Kleinigkeiten. Ja, dann fangen wir jetzt mal an mit den Türgriffen am besten. Let's go. So. Türschlösser sind so weit dran, außer hier, da kriegen wir es nicht richtig fest. So, und dafür müssen wir jetzt erstmal die Schrauben hier abnehmen. Diese hier. Und diese. So. Dann. Eins. So. So, jetzt kann der Plastik-Einsatz wieder rein. So, Tankklappe hier ist auch dran. So, weiter geht's. So, jetzt haben wir die Eckklappengriff hier wieder rangebaut. So, da müssen wir noch Licht daran bauen, da drunten kommen noch Verkleidungsteile. Das muss jetzt auch noch ran, dann guck ich mal. Dann geht's weiter. Ja, die Rückleuchten, diese Dinger, alles auch wieder drin. Leuchten, die können leuchten. Türgriffe sind auch erstmal wieder dran. Ja, alles dran. Problem ist bloß bei diesen. Ich denke, da brauchen wir diese neuen Nippel hierfür. Die alten sind ausgenuddelt und halten nicht mehr. So, heute machen wir die Schürze komplettieren. Diese Dinger hier, diese Nasen müssen da raus, weil das sonst nicht reinpasst. Mit dem Cutter dauert es ewig, deswegen nehme ich jetzt einfach einen Bohrer und versuche das da ein bisschen weg zu fräsen irgendwie. Das mache ich jetzt mal und dann gucken wir mal, dass es da reinpasst. Ja, Front ist dran. Na, alles schön und so, ne? Ja, nur ist ein Problem. Ich möchte gern einsteigen, aber kann nicht. Ich habe die Türpappe eingebaut, habe den Bautenzug da auch eingegangen, der da reinkommt. Und irgendwas blockiert, klemmt oder will mir einfach mal einen. ich weiß nicht. Ja, dann gibt es halt noch mal einen. Dritten Tag für die Kiste. Dann machen wir da noch weiter. Ja. Ja. Okay. Ja. Und das ist schon mal. Dann haben wir schon mal die Klebereste entfernt. Kurbeltronic. Schon mal die ganzen Klebereste, alles cool. Weg. Ich bin ja richtig gute Fotzen. Was? Ein paar Meter weiter sehen wir die Bremsspur gar nicht. Oh Scheiße. Das haben wir gemacht, vergessen haben wir das. Okay. Ja, machen wir dann auch nochmal morgen. So runterpullen. Wagen hier mal mit. Ja, genau. Der Wagenheber, die Radtorschale muss noch rein hinten. Ah, hier. Die Schraube auch noch? Genau. Ja, ein, zwei Schrauben da noch. Das Ding muss da auf jeden Fall noch rein, aber fehlen uns diese komischen Pinüppel.
Die kriegen wir auch noch ran und dann hauen wir das Ding auch noch rein. Und dann müsst ihr halt wieder die Tür aufgehen und dann. Ja. Da geht er zum Lacker. Ja, genau, da muss er nochmal poliert werden. Alles klärchen. So, my friends, gestern ging ja die Tür nicht mehr auf. Das Problem war, dass der Bautenzug da drinnen, dass der gehakt hat. Und jetzt, von drinnen auf, weil man hängt ihn ja ein und ich habe den von oben eingehangen, wie beim Golf 4 oder Golf 5. Den muss man beim Bus auch von unten einhängen, sonst zieht er auf Spannung und dann geht die Tür nicht mehr auf. Und jetzt funktioniert das wieder. Man sieht, kommen ja dann die ganzen Sache auch weiter voran. Das muss halt noch ein bisschen, da ist so ein Bautenzug drin, den kann man ein bisschen verstellen, der muss halt so. Und dann müsste das passen. So, auf der anderen Seite machen wir noch ein bisschen Lackreste da weg, wegrubbeln. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Lackreste. Das ist so ein Zeug von meinem Opa, das ist richtig gut. Richtig altes Zeug, aber... That bring it. Ja, dadurch, dass es schon ein bisschen alt ist, ist das ein bisschen... wieder spinstig. Kann man das hier so rauf machen und dann vorsichtig die Reste des Klebers da runter machen. Gleichzeitig poliert die ganze Kacke noch ein bisschen. So, my friends, das ist auch weg. Man sieht keine Dings noch, weil ich hier noch die Schmatze noch ein bisschen. Aber es macht entweder der Regen oder wenn man die Waschstraße fährt, einmal überduschen, dann geht das wieder weg. So. Glatt wie ein Babypopo. Klebereste weg. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir das erstmal soweit erledigt. Fehlen noch ein, zwei Teile, die wir da noch dran bauen müssen und dann ist der Bus wieder komplett. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Reingehauen.